Im Cinemotion in Hoyerswerda gibt es am Samstag ein Fuck You Goethe Triple. Alle drei Teile werden hintereinander gezeigt. Los geht es um 10.45 Uhr. Den sportlichen Baby- und Kindersachenflohmarkt können Sie am Samstag beim Sportclub Hoyerswerda in der VBH Arena in der Hermannstraße besuchen. Es warten viele liebevolle Stände und Schnäppchenangebote auf Sie. Die Türen öffnen sich um 14 Uhr. Halloween wird am Samstag im Kulturhaus in Tornow gefeiert. Los geht es um 15 Uhr. Es gibt Spannung und Spaß mit dem großen Vampir und der tobenden Hexe. Aus ihrer Küche wird Kulinarisches geliefert. Dazu gibt es Stockbrot und Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Zum Sonntag. Am Sonntag gibt es die 42. Bischofswerda heimatkundliche Wanderung durch das Lausitzer Bergland. Es können 12, 24, 31 oder 40 Kilometer Strecken auf markierten Wanderwegen zurückgelegt werden. Es lädt ein der Bischofswerdaer Wanderverein. Der erste Start ist um 7 Uhr. Auch der Hoyerswerda Wanderverein ist dabei. Wer sich anschließen möchte, sollte kurz vor 7 Uhr am Parkplatz Bonhoeffer Straße sein. Von dort ist dann um 7 Abfahrt gen Bischofswerda. Frühaufsteher sind am Sonntag auch auf dem Beachvolleyballplatz an der Straße des Friedens in Hoyerswerda gern gesehen. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt ab 9 Uhr zum Boccia-Spielen ein. Jeder kann mitmachen. Der Skatclub Glück auf Hoyerswerda führt am Sonntag das nächste Monatsturnier durch. Es findet beim VBFF in der Huttenstraße im BK7 in Hoyerswerda statt. Beginn ist um 10 Uhr. Zum verkaufsoffenen Sonntag haben am Sonntag die Geschäfte im Lausitz-Center in Hoyerswerda in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eine gute Gelegenheit, entspannt zu bummeln und zu shoppen. Für Hobbyhandwerker und Gärtner öffnet am Sonntag auch der Turmbaumarkt in Hoyerswerda im Gewerbegebiet Seidewinkel seine Pforten. Es kann da ebenfalls von 13 bis 18 Uhr eingekauft werden. Geraldine, das urgemütliche Café in Senftenberg in der Bahnhofstraße 33, hat jetzt auch wieder sonntags geöffnet. Sonntag ab 14 Uhr erwarten Sie viele konditorische Leckerbissen und hauseigener Kuchen. Die evangelische Kirchengemeinde Brieske-Marga lädt am Sonntag herzlich zum 8. Hubertus-Gottesdienst ein. Er findet ab 15 Uhr in der Martin-Luther-Kirche am Markt statt. Gestaltet wird der Gottesdienst von der Jagdhornbläsergruppe Geierswalde unter der Leitung von Hans-Jürgen Heine. Unterstützung gibt der Jagdverband Senftenberg. Anschließend ist das Kirchencafé geöffnet. Und am späten Sonntagnachmittag ist in der Kufa in Hoyerswerda Blow-Up-Kino. Gezeigt wird ab 17.30 Uhr noch einmal die Komödie Magical Mystery, die Rückkehr des Carl Schmitt. Es ist eine deutsche Produktion aus diesem Jahr.